Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 30 von Voxel Tycoon. Ja, wir haben letztes Mal gesehen, dass hier ein Zug angekommen ist und der hatte schon die Holzbalken entladen und die müssen wir gucken, dass wir die halt hier auf dem Zug doppelt kriegen, dass wir ein bisschen mehr haben, dass hier auch mal was voll wird, weil hier haben wir schon übervoll und hier fehlt's, ne? Und deswegen müssen wir gucken, dass wir mehr anliefern, denke ich mal. Das ist unser Ziel jetzt und ich weiß auch, dass ich letzte Folge irgendwo hier oben noch eine Schlange gesehen hatte. Ich hoffe, die ist nicht mehr da. Das muss ich mir mal angucken gleich. Naja, okay. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir da weiter rein, ne? Bis gleich. So, aber ich glaube, die Schlange, die war hier auf so einer Straße, die längs war auf jeden Fall, aber so wie es aussieht. Aber das war, glaube ich, in Melrichstadt, ne, oder? Hier ist er doch. Hier ist unser Problem. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier nicht ablädt. Wahrscheinlich gibt es hier gar keine mehr, die das rauchen, ne? So sieht's aus. Ja. So, jetzt ist es dann die Frage, wo ist denn so ein Donnerbalken noch da, den wir da liefern können? Wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Hier ist auch ein Brett. Da ist ein Balken. Da ist es auch nicht. Hier ist schon Ende. So, vielleicht noch nach oben gehen. Hier muss es hin. Heubach Transfer ist das nicht, sondern Heubach West. Holz. Heubach West. Ich hoffe, der fährt jetzt. Wo standen die denn jetzt? Da. Okay, der ist weg. Und ich glaube, die anderen fahren dann auch jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, das hat geklappt, das haben wir gelöst. Das war auch finanziell dann schwierig, ne? Und hier unten blinkt auch unsere Forschung, die muss wohl auch fertig sein. Neue Forschung starten. Stahlherstellung. Da gibt es ein neues Dings, da Bumster. Stahlverhüttung. Hier sind wir schon in Holzbearbeitung. So, da können wir noch so Platten machen. Forschung 2, Fertigung 3, Lager, Dampfmaschine, da gibt es dann neue Loks, Straßen, Gleise, Bergbau, Glasherstellung, Verbrennungsmotor, okay, den haben wir schon, der Dieselmotor ist noch nicht da. Vielleicht sollten wir das mal machen, damit die Fahrzeuge besser werden oder was. Kupferverhüttung, Verhüttung, Steinverarbeitung. Eigentlich müssten wir, naja, was müssen wir? Das ist die Frage. Fertigung 3. Stahlbau. Lager 2. Vielleicht sollten wir Lager forschen. Weil Lager ist ja ein Problem für uns, ne? Gut, die Forschung läuft. Der fuhr ja jetzt hier hin aus Melrichstadt, also der fuhr nicht hier hin, sondern da hinten hin. Hier sieht es erstmal gut aus. Ich würde noch gerade eine Fahrgeschwindigkeit schneller machen wollen. Da fährt ein Zug. Hier stehen zwei LKW. Aber wir müssen definitiv den einen Zug abfangen. Kann ich den jetzt ändern? Ja. Mach das mal so. Sehr schön. So einfach geht das. Das ist doch auch gut. Ne? Geladen hat er auch, fährt wieder zurück. Zweimal Balken, dreimal Holz. Vielleicht läuft es jetzt ein bisschen besser. Weiß ich aber nicht. Stehen auf jeden Fall hier schon Schlange. Ja, das Lager ist voll und das ist leer. Nicht leer. Doch, das ist leer. Hier unten fehlt es dann auch noch. Der andere Zug kommt gerade an. Okay. Der kommt daher und fährt sogar durch. Sehr gut. Jetzt muss das hier laufen, oder?
Jetzt haben wir hier wenigstens 9 auf Lager. Okay. Aber da liegen jetzt noch 3, 4 Stück drauf. Ist jetzt nicht ideal, aber das können wir jetzt auch nicht ändern, ne? Warte mal, der. Aber der andere Zug kann doch hier durchfahren, oder? Ja, da kommt er ja auch. Dann lass den auch ruhig durchfahren, dann passt das schon. Ist natürlich doof, dass der hier. Dass die warten müssen so lange, ne? Weil die beiden LKWs fahren natürlich jetzt nicht, ne? So, jetzt fährt der erst und dann fährt der, aber sie fahren beide. Das ist schon mal gut. Das Lager wird jetzt hier auch ein bisschen mehr leer geräumt, vielleicht. Aber hier sind nur 4, dadurch, dass er gerade schon so lange mit den letzten 4 Holzbalken da gestanden hat. Das war jetzt nicht das Ideale, ne? Also, wenn da einer hier kommt, dann sind es nur 3 Balken. Der erste LKW davon fährt, glaube ich, noch, ne? Oder? Ne, noch nicht mal das. Einer fehlt wieder. Der kommt. Kommt der andere auch? Ah, dauert aber. Das ist jetzt nicht so ideal, ne? Er wartet auf den, okay. Kann man da noch eine zweite Ausweiche machen? Würde vielleicht Sinn machen, hier noch eine hinzuhaben, oder? Was macht's Geld? Das würde sich ausgehen. Ja, würde sich ausgehen, ne, wenn es hier geht. Weißt du was? Sag jetzt nicht, das kann man da nicht anbauen. Nee, ne? Das ist ja ganz krass, oder? Das bedeutet Formsignal. Kommt da hin. Hier oben reißen wir schnell was weg. Und bauen das sofort zu. Und hoffen, dass das so läuft. Findet keinen Weg mehr, oder wie ist das? Aktuellen Auftrag überspringen. Aktuellen Auftrag überspringen. Ich hoffe, jetzt fährt er rechts lang. Ja, passt. Okay. Kleine Unterbrechung war das, aber jetzt funktioniert's. Und wir haben eine längere Strecke, dass der da gerade ausfährt. 2 Brücken sich hier zu leisten, ist aber ein bisschen viel Geld, oder? So, 8, 5. Naja. Aber vielleicht läuft es jetzt einen Tacken besser. Ja, der fährt jetzt weiter, bringt alle nichts. Jetzt muss ich ganz viele sozusagen weiterschicken hier. Damit die Holzlieferung funktioniert. Und jetzt kommt schon der Zug auch wieder. Ja, der stand natürlich da eben so lange, weil die sich gegenseitig da im Weg waren, ne? Vielleicht setze ich hier definitiv auch noch ein zweites Signal, damit der wenn der erste hier ist, dann kann der zweite schon aufrücken, ne? Falls es dann noch nicht klappt. Momentan sieht alles gut aus, oder? Okay, jetzt stehen die und warten auf Holz. Ich glaube, hier ist gerade ein Haus gekommen, oder? Die 3 fahren. Sieht erstmal gut aus, denke ich. Jetzt kommt er. Liefert für den natürlich an. Jetzt kommt der ganze Schwung LKWs. So, und dann stehen sie wieder. Ne, der ist auch noch gefahren. Okay. Und jetzt fehlt es hier wieder.
Ist es so, dass wir vielleicht zwei Züge brauchen? Schlagzahl erhöhen? Wäre dann so, ne? Dafür müsste ich aber, glaube ich, hier das Gleis rausziehen, da rum machen. Und hier müsste zweispurig sein, dass der warten kann, ne? Das wird schwierig. Ich müsste jetzt definitiv hier noch ein Gleis bauen. Komme ich aber gar nicht an dem Dingens vorbei hier. Komme nicht an dem Haus vorbei. Weil ich müsste hier eine Warteposition ja haben dann, ne? Okay. Ne, dann müsste ich das schon mal so bauen. Das so bauen. Muss der Zug, glaub, weg, dass das klappt, oder? Ja, ist wohl angeschlossen. Und dann muss hier aber noch ein Gleis nach da. Das sieht sogar gut aus. Das sieht auch gut aus. Obwohl, das sieht so aus, dass das funktioniert, ne? Das würde ich jetzt mal so stehen lassen. Dann würde ich... Kann, obwohl das kostet, na, ich glaube, Geld ist nicht jetzt gerade die Schwierigkeit, oder? Warte, das muss ein Vorsignal sein, oder? Oder passt das dann? Hier darf auf jeden Fall nur in die eine Richtung gefahren werden. Und hier müssen wir einen Stopp nach da machen. Also er müsste jetzt hier lang fahren und da durch, damit er da hinkommt. Mal gucken, ob er das macht. Macht er? Achso, der fährt nach da hinten. Also wäre es da egal, wo er lang fährt, oder wie? Oder ich müsste gucken, dass ich dieses Stück hier wegreiße. Das müsste ja da gar nicht lang gehen, oder? So, er fährt da lang. Das ist richtig. Bleibt aber stehen. Warum? Weil da Gegenverkehr ist, oder was? Aber das ist natürlich schlecht dann, ne? Jetzt warten die da gegenseitig, oder was? Aber das ist ganz doof, oder? Warum fährt er jetzt nicht weiter? Weil der Abschnitt nicht frei ist, oder was? Oh. Ist jetzt besser? Warum kann der da nicht reinfahren? Für mich jetzt nicht erklärlich, warum das gerade nicht geht. Okay, dann muss es so gehen. Während ich immer bei sowas hier Sorgen habe.
Warte mal, hier können wir, glaube ich, ein bisschen was wegreißen. Und zwar diese Spur. Die kann auf jeden Fall weg. Und hier vielleicht doch diese wegschmeißen, ne? Jetzt sagt er natürlich, ich finde keinen Weg mehr, wetten. Na, das war ja wieder gut funktionstüchtig, ne? Oh, und alle Signale weg, oder was? Ziemlich doof gelaufen gerade. Was ist jetzt mit dem? Da ist doch keiner da hinten, oder? Der fährt doch da wahrscheinlich so hin, ja. Also das mit den Signalen, das ist jetzt nicht so prickelnd, oder? Schmeiß das Signal weg, ey. Bagger holen, das wegschaufeln und Gleise, Tunnel elektrifizieren. Ich brauche Signale, da bin ich hier natürlich falsch, weil es da richtig ist. Der kommt gerade, okay. Das kommt auch dahin. Das sieht erstmal gut aus. Der Lokschuppen, der steht jetzt an der falschen Stelle. Aber ist egal, wir kaufen jetzt erst noch einen Zug. Wir haben hier den, der 70 fährt und der fährt 60. Ja. Wenn wir einen 70er nehmen, sind wir schneller unterwegs für die Langstrecke, ne? Komm, kaufen wir. Und dann brauchen wir noch ein paar Anhänger. Kann ich da auch mehr auf einmal kaufen? Habe ich jetzt genug? Ne, noch einen. Nicht genug Leistung. Trash. 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 Ach so, ich kann also den Zug da wegschmeißen oder was? Ach. Nee, das kann jetzt nicht sein, oder? Löschen. Löschen. Jetzt muss ich den nur aufnehmen. Schmeißen weg, hat keinen Sinn. Ich glaube, ich habe kein Geld verloren dadurch. Kaufen wir den. Und kaufen wir den. So, jetzt nochmal viermal dazu. Und das Geld haben wir. Der kann kaufen. Der kann fahren. Also hier ist er. Das. Machen wir so. Läuft. Anwenden. Wo ist der Zug? Welche Linie fährt er? Und wieso fährt er da so doof raus? Nochmal.
Gefräß. Melgerichstadt, muss er hin. Hat sich verirrt. Warte mal, der schafft vielleicht vom Gleis her nicht dahin, kann das sein? Kann das sein, dass das hier nicht klappt? So sieht's aus. Der steht jetzt noch da, weil der nicht gefahren ist? Oder was ist jetzt wieder los? Der steht doch noch da ganz hinten, ne? Ah, jetzt fährt er doch, okay. Sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Wir haben jetzt da die Schlachtzahl erhöht, aber hier natürlich nicht. Die kommt jetzt, aber die Schlachtzahl sollten wir dann auch noch erhöhen, ne? Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Er kommt jetzt hier durchgerauscht. Bleibt da stehen, weil der da kommt. Das ist doof. Naja. Hier fehlt auch ein Signal. Das können wir noch hinstellen. Wenn wir hier noch ein Signal hinstellen, dann müsste das eigentlich klappen, dass die weiterfahren können. Wahrscheinlich muss es so sein, dass das am Anfang steht, das Signal, und nicht am Ende, ne? Schauen wir mal, weiß ich nicht. Ja, so sieht das besser aus, ne? Oh. Das ist schlecht. Er möchte da rein und kann nicht. Wir brauchen hier ein Gleisauswahlsignal. Gibt es sowas auch? Hm. Ist das das? Ja, dann kann ich den nur zurückschicken, ne? Ne, so ist schon richtig. Oh oh, ich merke schon, wie kompliziert das hier wird. Das wird nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle bis jetzt. Also so ein Mischbetrieb mit Gleisen, das kannst du schon mal vergessen hier. Das funktioniert hier nicht. Hier, dieses Signal müssen wir gut ändern. Kann sie gleich löschen. Und da muss ein Vorsignal hin, wenn. Will ich hoffen, dass das so ist. Das verstehe ich auf jeden Fall unter einem Vorsignal. So, wollen wir hoffen, dass der da wegfährt. Kommt leider gerade keiner. Aber noch steht er da. So, die VA, der richtige kommt. Der dürfte jetzt nicht da durchfahren. Macht er auch nicht. Okay, das bedeutet allerdings, dass jetzt ein Stau entsteht. Wir können aber dann auch gleich hier noch ein Signal mehr setzen dann. Damit die noch auffahren, falls einer noch kommt, dass der dann da nicht irgendwo was blockiert. Das ist voll, das ist schlecht. Der muss da weg. Den kannst du auch wegschicken. Jetzt kommt natürlich kein Fahrzeug und bringt das dahin. Ja. Lagerhäuser. Großes Lagerhaus. Und
Holzbalken. Jetzt fährt er weg. Die stehen da schon alle parat. Hat auch nicht gut funktioniert, würde ich sagen. Ne? Wir sind schon bei 24 Minuten, schon eine sehr lange Folge wieder geworden. Die entladen jetzt. Der entlädt auch, der andere steht noch, ist noch gar nicht da. Auch nicht schlecht. Der fährt auf jeden Fall weiter. Unternehmen guten gegen Bartrott. Herrn Sand konnte ich sowieso nicht ab. wir machen mal gerade eine Stufe schneller. Sind die vollgeladen da? Ja, das passiert. Der fährt auch. So, jetzt haben wir das nächste Geschichte, die dann hier unten mit den Sand-LKWs ist. Jetzt würde ich sagen, in der nächsten Folge setzen wir noch einen Sandzug auf. Ich denke, dass wir da noch ein Lagerhaus brauchen, aber das kriegen wir alles hin. Die Summe des Geldes mit 290.000 Euro ist ganz gut. Kriegen wir irgendwie jetzt ans Laufen, schätze ich mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.